Danke. Wir machen mal eine Speedrunde vorne. Ja. Kurze Frage. Kann man in Medbay sowohl die Reagenzgläser als auch den Medscan haben? Ja. Ja. Okay, kann man. Okay, dann bin ich einfach doof. Das Problem ist, wir müssen jetzt wen voten, ne? Und anonym voten. Ja. Und bei Emergency Meetings ist eigentlich die Regel, dass man halt nicht vorher callt, wenn man votet. Oh, wie los. Ja, okay. Ich hab jetzt random gewotet. Nee, ich hab die Person gewotet, die mich jetzt gerade genervt hat. Hi. Oha! Warte mal, okay. Und schwarz-grün hat mich gewotet, das merke ich mir. Imposter. Buddies. Ja, hätte ich mir trotzdem nicht mehr merken. Wo liegt Braun? Ich hab Braun nur Lifeline gesehen. Oh wow. Ich glaube, ich bin gleich wieder draußen. Flo, wie geht's denn dir so? Mir? Ja. Ganz gut. Wie war's denn in Specimen? Ich war nicht in Specimen. Doch, du bist mir von... Nein. Aber irgendwer ist mir von Specimen hochkommen. Dann hättest du den sehen müssen, wenn du das nicht warst. Ich bin gerade aus Lab, bin ich gerade rein. Ich glaube, das war... Ja, ich weiß nicht, das war ich ja vor dir. Aber ja. Ich war Medbay-Scanner, dann... Da musst du ja theoretisch Laboreingang reinkommen sein. Ja, genau. Ist irgendjemand entgegengekommen? Nicht, dass ich wüsste. Weil dann bist theoretisch du. Warte mal, wen können wir noch proven? Ich fange mal bei mir an. War relativ lange Admin-Panel. Hab dann auch kurzzeitig zwei Leute Specimen gesehen. Und bin dann Lifeline gesehen, hab gesehen, dass zwei Leute tot sind. Also die beiden Leichen liegen da auch schon mindestens so 5-6 Sekunden. Also kann auch 10, 11 oder so sein, aber mindestens 5-6. Warte, wie viele Leute waren im Labor? Im Labor? Zwischenzeitlich glaube ich 3. Aber nur ganz kurz einmal 3. Ja, okay, dann ist Flo wieder komplett... Dann glaube ich ihm, dass er so gegangen ist. Wir machen mal die Weapon Task. Wie lange, weiß jemand, wie lange schon tot ist? War jemand mit Lifeline? War ich vorher, deswegen war ich ja suchen. Ah. 10 bis 15. Okay. Also ich glaube, ich kann Würde dadurch proven, weil ich war Weapons und er hätte mich safe da umbringen können. Ja, kann ich auch. Ich habe ihn eben gewotet, es tut mir leid. Ich habe ihn jetzt gerade aber einmal in Specimen gesehen, als ich da war. Und dann in Koms. Wo warten die? Kipio, du warst Lifeline und hast dann die Leiche gesucht. Ne, ich war zuerst Specimen, dann Lifeline. Okay, ja, ich hab dich ja bei Communications, glaube ich, kurz gesehen oder sowas. Ja, da habe ich vorher reingeguckt. Okay. Ich war jetzt, am Ende war ich in Richtung Specimen unterwegs. Also ich habe die Tanktask gemacht und dann Richtung durch die Lab ins Bett. Jade, wo warst du? Ich war jetzt am Ende bei Specimen bei dem Zelt. Also es kann nicht sein, dass alle Specimen plötzlich sind. Aber ich kann bestätigen, dass Flo wirklich mein Storage stand. Ja, wow, also wissen wir nichts. Wir müssen den Wolken. Ich weiß nicht. Nee, mit Grün habe ich Licht angemacht. Ich hab random. Jade kam mir am wenigsten vor, weil die nicht so still war so lange.
ich würde vorsichtshalber vorschlagen, dass wir noch eine andere Person raushauen, weil ich jetzt gerade, kann es halt sehr sein, dass wir mit Flo nicht richtig liegen, weil wir halt auch keine Anhaltspunkte einfach gerade haben, wer es hätte sein können. Und wenn wir doppelt voten, wenigstens die Chance haben, einen rauszukicken. Nein. Ich habe noch wenn einen Imposter nicht ganz. Den kann ich machen. Nein, wir voten. Nee, gut, wir müssen jetzt voten, weil TJ einen Dings-Call gemacht hat. Ja, weil das Ding ist, wir haben keinen Anhaltspunkt gerade gehabt. Wir haben einfach aus Gefühl ja, irgendwie gewotet. Aber wären zwei Imposter drin. Gehen. Ja. Und die nicht ganz unfähig sind, die zwei Imposter, hätten die einfach jetzt Reactor gecallt, bevor du deine Emergency machst, hätten einen Double Kill gemacht und das Spiel gewonnen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den richtigen hatten, sehr, sehr hoch. Maybe, ja. Der Reactor Call ist nicht gekommen. Ja, aber der Reactor Call hätte ja auch in einer Person alleine kommen können. Ja, aber dann wäre die Runde nicht vorbei. Ich bin für schwarz. Warum? Weil ich sehr wahrscheinlich den richtigen rausgevotet habe. Naja, nicht wirklich, was aber ist mit du könntest Rot erst... Und? Ich glaube, ich kann den, glaube ich, relativ gut proven. Ja, ich glaube, wir können uns relativ gut gegenseitig proven, dass wir es nicht waren. Schwarz könnte Self-Report machen, weil der war das Einzige bei den Lifelines. Ah, true. Schwarz könnte sich auch die ganze Geschichte ausgedacht haben. Oh. Das geht schon. Der will die ganze Zeit Blut sehen. Ja, komm, Abfall, Alter. Ich weiß es nicht. Gut, dann merkt euch, Türkis ist der Zweite. Nein. Komm, bitte, komm, das wäre so gut. Scheiße. Ah. Oh, wow. Okay. Ja, okay, ist keiner gestorben. Ja, wow. Okay, actually könnte es jetzt ein guter Imposter-Move gewesen sein, um jemanden safe rauszukicken. Das Ding ist, Arty hat mich nicht getötet, aber es wäre auch... Ja. Aber das Ding ist, man hat auch am Anfang gesehen, dass ich mit dir mitgelaufen bin. Von der konntest du mich nicht töten, weil sonst wärst du Tubus-Hass gewesen. War Arty bei dir, TJ? Ja. Okay, dann war Rot rechts. Ich war nicht am Reactor, weil ich ums Verrecken diesen Task in Specimen machen wollte. Ja. Lass mich kurz was durchspinnen. Imagine, Arty hätte gedacht, Jade und Würde auch sind beim linken Reactor und können sich gegenseitig proven. Von daher weiß Arty, dass sie mich nicht töten kann und macht Emergency Meeting, um so halt zu gucken, so um zu gucken, Anführungsstrichen, ob jemand raus ist. Actually Big Brain Move. Aus der Würde habe ich, das Root habe ich zuletzt Richtung Labs rennen sehen. Das ist mein einziger Einhaltspunkt, den wir haben, sonst haben wir halt nichts, das Problem. Ich habe keine mehr. Ich habe noch eine Task. Wo ist die? Keine Ahnung. Ich bin Jade irgendwie ein bisschen sus, weil... Nee, ich will kein Task-Win. Wir machen kein Task-Win. Wir haben den einzigen Anhaltspunkt, den wir haben bei Arty. Und sie hatte keinen Grund, den Button zu drücken, weil hätten wir eine Leiche gefunden, Arty und ich, hätten wir gewusst, wer es ist, zu 100%. Und Arty konnte mich aber nicht töten, weil dann wäre klar gewesen, dass sie es ist. Also muss Arty es sein. Allein, wenn du logisch denkst. Nein, so kompliziert denke ich nicht mal. Also wenn du ein bisschen denkst, war das der einzige sinnvolle Move, den die gemacht hat. Ich bin halt nicht Imposter, deswegen... Es könnte... Wieso ist das? Ist. Oder TJ selber, aber das glaube ich ja, auch. Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Ich gehe auf Arty. Und würde und... Oh, wow. Digga, das war schlecht einfach. Na, TJ. Das war einfach schlecht. TJ hat Jade getötet. Wirklich. Genau! Glaub ihm nicht, bitte! Ich hasse euch, wisst ihr das eigentlich? Arty, nein, Bruder. Überleg, was in den letzten Runden passiert ist. Arty hatte keine Möglichkeiten mehr und die Tasks sind so gut wie durch. Diese Mindgames! Ich muss nur noch bei Lab den Asteroiden suchen, dann bin ich fertig. Du musst gar nichts suchen. Du bist ein Poster! Ich werde so sterben dafür, bitte tötet mich nicht. Digga, Lost, ja. Alter, Lost! Ja. Nein, Lost! Danke, ich hab doch gesagt, in der Mitte des Games ist das Teacher wahrscheinlich seine Mindfuck-Games gemacht. Es war so klar. Deswegen hab ich nachher am Ende auf ihn geworfen. Oh Gott. Du Dreckiger! Oh, lost. Oh mein Gott. Hattest du deinen Moment nicht so ganz, leider.